Diese hübsche Türe in Ulm hat Geschichte geschrieben. Mein Name ist Oliver Schütz, ich leite hier in Ulm die katholische Erwachsenenbildung. Und jedes Mal, wenn ich aus dem Büro komme, stehe ich vor dieser Türe. Durch diesen Eingang ging Sophie Scholl, denn die Familie Scholl wohnte hier in Ulm in diesem Haus von 1933 bis 1939. Sophie Scholl ist eine von 5 Kindern gewesen. Ihr Geburtstag ist der 9. Mai und in diesem Jahr 2021 wäre sie 100 Jahre alt geworden. Sophie Scholl war einerseits ein lebendiges Mädchen, sie liebte die Natur, sie hatte Freundinnen, die sie mit nach Hause brachte, sie zeichnete und machte Musik. Und auf der anderen Seite war sie auch ein nachdenkliches Mädchen, das viel las. Ihre Familie war offen. Die Freundinnen, die sie hier mit nach Hause brachte, wunderten sich, wie offen die Familie auch über politische Themen redete, mitten im Nationalsozialismus, wo andere eher schwiegen oder sympathisierten mit dem System der Nazis. Eines Tages landete im Briefkasten der Familie Scholl eine Abschrift der Predigten des katholischen Bischofs von Galen. Dieser Münsteraner Bischof hat in seinen Predigten die Tötung der Menschen mit Behinderungen durch die Nazis angeprangert. Vielleicht hat diese Abschrift, die Ulmer Schüler angefertigt haben, Hans Scholl, den Bruder von Sophie, auf die Idee gebracht mit den Flugblättern. Denn er gründete den Kreis der Weißen Rose, die ganz ähnliche Ideen vertraten wie Bischof von Galen, aber auch Bischof Sproll. Und hier genau gegenüber dem Schollhaus steht heute das Bischof-Sproll-Haus, das katholische Dekanatshaus. Das erinnert an den Bischof von Rottenburg, der auch in seinen Predigten klar Position bezog gegen die Nationalsozialisten, ihre Ideologie und den Rassismus. Hier in der Martin-Luther-Kirche in Ulm ist ein wichtiger Gedenkort für die Geschwister Scholl. Diese Orgel spielt dabei eine große Rolle. Sophie Scholl war befreundet mit den Kindern des hiesigen Pfarrers und sie brachte aus München hunderte von Flugblättern im Rucksack nach Ulm, die sie hier dem Hans Hirzel übergab, der einen Schlüssel hatte zu dieser Orgel, weil er als Pfarrerssohn Orgel spielte. Und versteckt in dieser Orgel im Pfeifenkasten wurden dann diese Flugblätter für den Versand adressiert und vorbereitet. Dabei war Franz Müller, ein katholischer Freund aus dieser Ulmer Gruppe, die beteiligt waren und sich damit auch gefährdet haben beim Versand der Flugblätter. Beim Verteilen des 6. Flugblattes im Februar 1943 wurden Hans und Sophie Scholl in der Universität München verhaftet. Es wurde ihnen schnell der Prozess gemacht und sie wurden wenige Tage später zusammen mit ihrem Freund Christoph Probst hingerichtet. Christoph Probst hatte sich im Gefängnis noch katholisch taufen lassen. Hans und Sophie legten großen Wert auf eine kirchliche Abschiedsfeier. Sie haben das evangelische Abendmahl und die Absolution empfangen. In der evangelischen Pauluskirche in Ulm ging Sophie Scholl am Palmsonntag 1937 zur Konfirmation in HJ-Uniform. Als junge Frau war sie begeistert für die HJ, aber dass sie zur Konfirmation ging, zeigt auch, Glaube und Religion spielten in ihrem Leben doch noch eine Rolle. Das kam vor allem von ihrer Mutter. Lina Scholl war vor ihrer Heirat evangelische Diakonisse gewesen. Sie hat den Kindern den Glauben nahegebracht. Und als in Sophie immer größerer Zweifel an der Begeisterung für Hitler aufkam, da war es vor allem ihr Glaube, der ein Reservoir war für eine andere Weltanschauung. Am gleichen Tag übrigens, beim Sonntag 1937, wurde nebenan in der katholischen Georgskirche die Enzyklika mit brennender Sorge verlesen, in der Papst Pius XI. Den Nationalsozialismus anprangerte, sein Unrecht, den Rassismus, die Unmenschlichkeit. Sophie Scholl hat sich interessiert für Theologie. Sie hat begonnen, Theologen zu lesen. Ihr Lieblingstheologe war Augustinus. Und
ein Satz aus Augustinus Confessiones, seinen Bekenntnissen, hat sie ein Leben lang geprägt, dass das Herz unruhig sei, bis es ruht in Gott. Und so war Sophie Scholl eine Sucherin. Sie hat viele Gebete geschrieben, ergreifende Gebete, so wie dieses. O Herr, noch atme ich. Ich danke dir, o Gott, dass du mich noch leben lässt, dass ich noch Frist habe, um dich zu suchen. Natürlich gedenken wir in Ulm des 100. Geburtstags von Sophie Scholl am 20. April mit einer Online-Veranstaltung über ihr christlich-ökumenisches Vermächtnis und dann am 9. Mai mit einer Festveranstaltung an ihrem Geburtstag live übertragen aus dem Theater Ulm. Alles können Sie online verfolgen bei der katholischen Erwachsenenbildung Ulm, kib-ulm.de.